Wir kennen die Antike vor allem von eindrücklichen Bauwerken her. Aber wie sie tickte, das wissen wir nur von Texten. Texte, die zum Beispiel von den Göttern erzählen. Dass wir diese Literatur erhalten haben, das verdanken wir den Klöstern, unter anderem dem Kloster St. Gallen. Und davon erzählt unsere Ausstellung. Wir haben festgestellt, dass es noch nie eine Ausstellung zur heidnischen römischen Literatur gab, die in der Stiftsbibliothek St. Gallen überliefert ist. Aber es sind erstaunlich viele Texte hier zu finden. Mein persönliches Lieblingsexponat sind die Vergil-Fragmente aus dem 4. oder 5. Jahrhundert. Erstens, weil sie so uralt sind und zweitens, weil sie in einer ganz besonderen Schrift geschrieben sind. Wunderschöne Großbuchstaben, die sich an römischen Inschriften orientieren und die ganz selten sind. Es gibt heutzutage nur noch Reste von zwei weiteren Handschriften in dieser Schrift. Ganz spannend sind auch die Bilder in manchen Handschriften. In einer Handschrift sieht man ein Bild der Stadt Troja. Das ist immer wieder behandelt worden in der Literatur. Und man sieht da eine Stadt, wie man sich um 1500 Troja vorgestellt hat. Aber natürlich sieht das eher so aus wie eine spätmittelalterliche Stadt mit Treppengiebeln, bunten Dachziegeln und mit Fachwerkhäusern. In der Ausstellung ist auch ein Gedicht über die Mosel zu sehen. Es stammt von Ausonius, einem Dichter, der im 4. Jahrhundert am römischen Kaiserhof in Trier lebte. Man kann es geradezu als frühe Tourismuswerbung bezeichnen. Er preist den Fischreichtum und das kristallklare Wasser der Mosel, beschreibt Ruderwettkämpfe auf dem Fluss, die Landhäuser am Ufer und den Weinbau. Mit dieser Ausstellung möchten wir die Vielfalt der römischen Literatur aufzeigen, auch die Vielfalt dessen, was im Kloster St. Gallen gelesen und abgeschrieben wurde.